Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Heute möchte ich euch den Case IH856 XL Pack vorstellen von FBM Team. Wir haben 46 Downloads heute sowie 65 Downloads. Zusammen kommen wir zu der Beschreibung IHC 856 XL Paket. Das XL Paket enthält drei Versionen des 856 XL von International Harvest und Case IH. Leistung 86 PS. Preis 19.000 bis 22.000. Features: animierte Türen, Heckfenster und Sonnenblende sowie Innenraumbeleuchtung über Simple IC. Vorderer und hinterer Kotflügel auszublenden über Simple IC. Teilweise neu erstellte Kontrollleuchten im Armaturenbrett. Frontalerkonsole für Stoll und Aloe. Frontgewicht oder Fronthydraulik wählbar. Zulassung mit Länderkennzeichen für Deutschland, Österreich und Frankreich. Diverse Radkombinationen von Trelleborg, Nokain und Michelin. Rundumleuchten wählbar zwischen rechts, links oder beidseitig. Zwei verschiedene Auspuffrohre wählbar. Je nach Modellvariante unterschiedliche Farbauswahl für Karosse und Felgen. Schaltungssound. Soundtemplate von Peter Aha. Ein neutraler Soundtemplate ohne Schaltungssound für den Ersatz mit RMT ist enthalten. Empfohlene Mods: Aloe Frontkonsole von FMB Modding und Simple IC von Modderleicher. Eicher, wie auch immer. Version 1.0, hochgeladen am 1. August um 12.41 Uhr. Wir haben hier ein paar Bilder. Und die Credits sind ebenfalls ausgefüllt. Wer sich durchlesen möchte, einmal kurz das Video pausieren. Die Datei ist 40,7 MB groß. Wir haben 5 Sterne. Nach einer Stimme wurde sich einmal bedankt. Der User wird 132 Mal beobachtet. Und ich würde sagen, wir schauen uns den ganzen Mod einmal in-game an. Bis gleich. Wir finden uns jetzt in-game und werden uns den ganzen Mod einmal in-game anschauen. Unter der Kategorie Kompakt-Traktoren sind diese drei zu finden. Fangen wir an mit den International 856 XL für 19.000 Euro. Einmal der Anschaffungskosten mit 63 kW sowie 86 PS und 200 Liter und einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Wir können die Felgenfarbe ändern, zum Beispiel in schwarz, und die Hauptfarbe in restauriert oder so. Wir haben Trelleborg, wir haben Michelin und Nokain. So, bleiben wir auf einmal bei Trelleborg. Da haben wir Pflegebereifung, Zwillingsbereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung. Breitreifen und Gewichte, nur Breitreifen, nur Radgewichte und Standard. Frontladeranbau, ja. Frontladeranbau, sorry. Frontgewicht, entweder 500 Kilo oder Fronthydraulik. Ohne Rundumleuchten, beide Rundumleuchten. Nur rechts, nur links oder halt keine. Des Weiteren haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Kennzeichen zu nehmen. Einmal ein deutsches Kennzeichen, ein österreichisches Kennzeichen und ein Frankreich-Kennzeichen. Dann haben wir einen Werksauspuff oder Ofenrohr und Frontladeranbau, ja oder nein. Das sind erstmal die Konfigurationsmöglichkeiten. Natürlich haben wir uns auch die Möglichkeit, für 1.091 € ihn zu mieten. Weiter geht's mit dem 856 XL von 1985 für ebenfalls 19.000 Euro bei meinen Anschaffungskosten oder 970 Euro in der Miete. Auch hier haben wir die Möglichkeit, die Felgenfarbe zu ändern. Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl und auch hier könnte man alternativ einfach zum Beispiel, wenn man das möchte, wie man auch immer das möchte, hier frei konfigurieren. Wir haben auch hier Trelleborg, Nokain und Michelin. Und auch hier wieder die Möglichkeit, ein Frontgewicht anzubauen, Rundumleuchten und so weiter. Natürlich auch wieder Kennzeichen, den Werksauspuff oder den Ofenrohr und auch hier den Frontladeranbau. Weiter geht's mit dem letzten in diesem Paket enthaltenen, den 856 XL von 1986, also ein Stückchen moderner, nochmal ein Jahr später. Und den kriegen wir für 22.000 Euro oder für 1.122 Euro in der Miete. Und auch hier haben wir wieder die gleichen Möglichkeiten mit den Farben. Und auch hier die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten. So, ich habe das mal vorbereitet. Und zwar stehen hier die drei. Und ja, also auf den ersten Blick würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen können, welcher von 85 und welcher von 86 ist. Aber ja, hier Standardauspuff und das Ofenrohr. Von außen muss ich sagen, sieht das absolut super aus. Da kann man echt nichts sagen. Und ja, schauen wir mal, was wir hier so machen können. Wir gehen einfach mal, nehmen jetzt einfach mal den hier und schauen mal. Wir können über IC, wie bereits gesagt, jeweils die Bleche aus- oder einblenden. Das funktioniert auch einwandfrei. Machen wir, zack, machen wir die Tür auf. So, hier vom Innenraum. Wunderbar, das funktioniert alles einwandfrei. Sonnenblende. Die Simple IC-Funktion funktioniert also ohne Probleme. Wunderbar. Auch hier
Licht aus oder an und Sonnenblende hoch oder runter. Ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Ja, das sieht doch mal sehr gut aus. Hört sich auch sehr gut an. Wunderbar. Standardfunktionen funktionieren. Grundumleuchten funktionieren. Licht funktioniert. Blinker funktionieren. Schauen wir einmal kurz in den Log rein. Und der Log ist fehlerfrei. Dann würde ich sagen, machen wir einfach einen kleinen Fahrtest nochmal. Hier mit deutschen Kennzeichen. Und wunderschöner Sound, wie ich finde. So, ja. So, der Vollständigkeit halber machen wir das mit den anderen beiden auch nochmal. Okay, der hat ein bisschen anderen Sound. Auch sehr schön. Sehr schön. Und jetzt einfach noch, wie gesagt, der Wahrscheinlichkeit halber, dass wir alle mal gehört haben. Ja, sehr, sehr schön. Wunderbar. So Leute, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Wenn ihr Lust bekommen habt, den Mods immer zu spielen, der Link zum Download des Mods ist in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, ins Spiel reinmachen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod. Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Livestream. Habt noch einen schönen Tag und ciao, Leute.